Einen Monat vor einem großen Stillstand. Die Planungsphase ist abgeschlossen, jetzt wird das Sicherheitspersonal ausgebildet. Über 100 Männer und Frauen haben sich im Schulungsort eingefunden. Hier werden sie von Profis und Experten ausgebildet. Dräger geht bei der Schulung einen Schritt weiter als andere. Neben der fundierten Theorieausbildung bekommen die Anwärter auch praktische Unterweisungen, die für die Gegebenheiten vor Ort notwendig sind. Individuelle Trainingsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Sichern oder das Einsteigen in Behälter und enge Räume, wie es bei Shutdowns mehrere hundert Male vorkommen wird. Dräger schult mit eigens entwickelten Trainingsanlagen, der Lerneffekt ist sofort da. Auch das Feuerlöschertraining ist Bestandteil der praktischen Ausbildung. Die Löscherfolgskontrolle zeigt sofort, ob der Löschversuch richtig und somit erfolgreich war. Nach mehreren Tagen Schulung und Unterweisung, auch durch den Auftraggeber, geht's für die angehenden Sicherheitsposten um alles. Nur wer den Test fehlerfrei besteht, ist gut genug für den Job.